Willkommen zurück zu Let's Play GTA Liberty City Stories. Ja, wir machen bei Maria weiter. Auf jeden Fall habe ich mir das so vorgenommen. Oder holen wir uns erst noch neue... Ja, nee, wir holen uns erst noch mal neue Munition. Jetzt ruft uns Salvatore erst an. So, ey, nein. Du bleibst hier. So, fahren wir dann halt hier lang. Dann hat der Taxifahrer auch keine Chance, sein Gefährt wiederzubekommen. Legende mache ich damit aus, gut. Okay, da ist das Ammunition. Dann kaufen wir uns nämlich noch ein paar neue, was heißt ein paar neue Waffen, ein bisschen Munition. Und dann geht der ganze Humbug mit dem Biker Trouble etc. weiter. Jo. Sollten wir eigentlich mal hinkriegen. Ich möchte da jetzt nicht zwei Folgen dran verschwenden. Und deswegen habe ich mir auch heute keinen Timer gestellt. Ich zock das, bis ich damit fertig bin. Und hier müsste, was war das? Ja. Das hatte ich nämlich hier liegen lassen. Weil ich ja natürlich nicht gespeichert habe. Ja, du hast alles, was ich brauche. Ist schon in Ordnung. Ne, da mache ich bis 1000. Komm. Irgendwas anderes brauchen wir es ja eigentlich gar nicht investieren. Jo, passt. An der Munition soll es nicht scheitern. Ach komm, wir laufen zu Maria. So weit wohnt sie ja auch wieder nicht weg. Eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, heute eine dickere Session aufzunehmen. Da können zwischendurch auch mal kleinere Folgen da, dabei sein, weil ich das alles mehr so Pi mal Daumen aufnehme. Ich habe mich jetzt gedacht, komm, für heute hast du alles erledigt und dann setzt du dich hier nochmal schön an die PS2 und zockst ein wenig. Aber das habe ich mir schon häufiger vorgenommen, beim letzten Mal eigentlich auch. Ja, du holst erstmal wieder, weil du wieder von deinem komischen Biker... Kollegen verarscht wurdest, wenn man vom Teufel spricht. Ja, die Polizei wird sich gleich wieder verdünnerisieren. So. Ich muss ja auch mal sagen, so schlimm ist die Steuerung ja jetzt auch wieder nicht. Da gibt es ja eigentlich wesentlich schlimmere Games. Man muss einfach auch mal ein bisschen ruhiger bleiben. Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. So. Ja, natürlich. Sauber. Jetzt bin ich ja eigentlich. Da hatte ich ihn. Da hatte ich ihn. Fast. Das hatten wir gerade. Hatten wir doch die Tage schon mal. Ja. Komm. Ja. Ja, komm. Nein, ja, fahr über meinen Kopf. Komm, weiter Gas geben. Komm, dann versuche ich mal, ihm hier den Weg abzuschneiden. Ja, verkackt. Verkackt. Ja, schieb mich doch weiter. Sag mal. Ja, er hängt mich ab, ist klar. So, jetzt ist er da oben wieder. Verkackt. Gut. Nochmal neu.
Das sagt mir, dass Motorrad einfach nur unnütz dabei ist. Also, alleine generell jetzt auf Konfrontation zu gehen, wenn ihr merkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe nur einen Schuss abgegeben, sofort der erste Stern. Dann bin ich irgendwie, weiß nicht, ob ich irgendeinen umgefahren habe, dass die Polizei auf einmal so sauer war. Dann habe ich 2 Sterne und dann kann man das Ganze eigentlich knicken. Ja, Salvatore. Nein, nix Anthony. Super. Ich muss ja eigentlich nur ein Fahrzeug Richtung Ammunition nehmen. Weil die Waffen, die kaufe ich mir auf jeden Fall. Warum fahre ich eigentlich, bin ich da vorhin da lang gefahren? Ah, deswegen. Ja, ist in Ordnung. Runter. Jetzt habe ich direkt ins Mikro gehustet. Sauerei, sowas. Asche auf mein Haupt. Da, wo musste ich lang da, ne? Ja, und genau das Falsche. So. Obwohl, ich könnte jetzt eigentlich auch bei Salvatore weitermachen, nur ich glaube, bei Salvatore, oh, jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel Muni geholt, egal. Bei Salvatore kommt schon so der letzte Missionsstrang. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass es doch besser ist, ich mache erst Maria fertig. Deswegen hänge ich jetzt auch so an dieser Biker-Kerke. Und ich hatte ihn in der letzten Folge eigentlich schon so weit. Ich hatte ihn angefahren, er war vom Motorrad weg. Und anstelle ihn einfach zu überfahren, nein, ich steige aus. Und das war das Schlimmste von allem. So, komm. Jetzt holt sie erst wieder. Ecco, der hat mich gehauen. Puh, puh, puh. Nein. Ach, sind alles nur so billige LKWs. Soll ich mir mal... Komm, ich versau's mir mal mit der Mafia. Fuck, fuck, fuck. Ja, und der fährt mir dann erstmal noch ganz saftig hinten in diese scheiß Seite. Ja, ja, so ist das. Ja, so läuft das. Gucken, ob ich von der anderen Seite da hinkomme. Ich brauche nur mal ein Auto. Ah, jetzt laufe ich auch noch wieder. Falsch. Komme ich da rein? Nein. Da auch nicht. Mal gucken, ob das irgendwie klappt. Ich befürchte nicht, aber... Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Nein. Boah. So, Kollege. So. Ich will das genießen. Nein. Nein. Das ist nicht wahr. Das ist echt, also ich bin echt zu dämlich für dieses Spiel. Das ist nicht wahr. Wartet mal. Jetzt hole ich mir den Judas. Jetzt hole ich ihn mir. Und super verkackt. Jo. Das war's, Leute. Das war's. Ja. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Die Karre ist schon wieder im Arsch. Und ich krieg diesen
Nein, ey. Das ist doch nicht wahr. Ey, das ist echt Unvermögen. Ja, da fährt er jetzt da lang. Nee, komm. Ich fahr parallel damit. Und fahr genau in die falsche Richtung. Danke. Komm, ja. Boah, nee. Es war schon ein guter Lauf. Es war ein guter Lauf. Ja. Nicht quer, nicht quer, komm. Verkackt. Boah, Junge. Jetzt hole ich mir dich. Ne, das ist schon... Ich habe irgendwie das Gefühl, das war es schon wieder. Ja, jetzt fährt er rechts. Super. Ja, jetzt habe ich verkackt. Leute, das ist echt scheiße, sowas. Das ist scheiße. Jetzt kommt gleich die... Ja, er hängt mich ab, das ist mir klar. Da guckt euch diesen Quatsch an. Und da kommt jetzt die... Ja, es ist doch echt eine Verarsche. Ich hatte diesen Sack. Nee, nee, nee. Ich hatte ihn. Und dann versuche ich schon, dann fahre ich einmal kurz dran vorbei und schon ist dieser... Boah, nee. Ja, jetzt ruft mich erst der alte Sack da oben wieder an und will hier... Ja, wo ist meine Frau? Ich bin zu blöd, um selber auf sie aufzupassen. Nee, ja, ist in Ordnung. Nix, Anthony. Geh mir nicht auf die Nüsse. Boah. Komm, für jetzt klappt... Für jetzt reicht ja so ein Motorrad. Selbe Chose wie gerade. Er verdirbt mir jetzt hier schon. Nee, doch nicht. Schade. Jetzt holen wir uns hier das Motor. Jetzt holen wir uns hier das versteckte Päckchen. Laufen hier dumm gegen die Wand. Gehen hier. Ammunition. Bö. Nehmen hier so viel, bis wir über 1000 haben. Hier genau dieselbe Kacke. Auch wenn es irgendwie überhaupt kein... Ja, ja, behindere mich doch einfach. Mann. Finger weg von meinem Motorrad. Oh, Gottes Willen. Es ist ja nicht mal eine schwierige Aufgabe. Ich krieg's einfach nur nicht gebacken. Wenn Unvermögen und Pech aufeinandertreffen, Leute. Boah, lass bloß mein Motorrad da stehen. Ihr Dreckskinder. Warum kann der nicht in einem dicken Van fliegen und dann wäre es auch kein Biker? Hm. Ja! Richtig gut. Ein Auto kann ich ja eigentlich vergessen, ne? Weil die Autos, die despawnen ja. Nur das Motorrad würde bleiben. Und mit dem Motorrad kann ich nicht schnell handeln. Deswegen ist das relativ Jacke wie Turnschuh, was ich hier mache. Ich habe die letzte Folge auch noch nicht gerendert. Muss ich... Ja, verkackt schon, oder? Das ist reiner Bullshit. Ist reiner Bullshit, komm. Kein vernünftiges Auto, sofort neu. Nee, auf diese ganzen... Wenn ich schon sehe, dass die mich da aus dem Auto zehren. Nee. Nein, nein. Das halten meine Nerven nicht aus und deswegen geht die ganze Kacke halt nochmal los. Und nein, ich schneide solche Sachen nicht raus.
Weil ich möchte, wenn ich schon anfange, Let's Plays zu schneiden, also Fails rauszuschneiden, dann ist das schon kein Let's Play, dann ist das eine Montage. Und da habe ich keinen Bock drauf. Yo, Salvatore, alles in Ordnung. Weil Let's Play ist für mich immer noch das Durchspielen eines Spieles. Und ihr, ich sag mal, ihr holt euch ja auch keine Safe Games für... Ich sag mal, ihr holt euch ja in der Regel auch keine Safe Games. Und wenn ja, dann tut ihr mir leid. Gut, ich habe mir auch schon mal Safe Games geholt, aber halt... Weil ich das Spiel meistens auch schon durch hatte. So. Jetzt habe ich jetzt schon den ersten Verhandlungsstern. Ja, das, die Karre geht hier generell flöten. Komm, nee, du sollst umkippen. Du sollst kaputt gehen. Dann halt nicht. So. Wenn ich frage, warum ich immer das Päckchen nehme. Meistens, weil ich eh nicht speichere, nachdem ich verloren habe. Also nachdem die Mission gescheitert war. Und deswegen nehme ich mir... ein Taxi, wollte ich gerade sagen. Komm. Where, please. Where. Nein. Nein, nicht von einem dreckigen Taxifahrer. Und das sollte jetzt keine Beleidigung gegenüber Taxifahrer sein, sondern nur gegen die Taxifahrer hier im Spiel. So. Fahndungsstellen sind wir auch schon wieder los. Der... Ey, Junge, lass das Taxi in Ruhe. Lass bloß das Taxi. Ich habe gerade nur in der Cutscene, in dem Cutscene-Anfang gesehen, wie der Taxifahrer zu seinem Taxi gerannt ist. Nein. Nach 20 Mal heulen ist das auch nicht mehr lustig. Das Taxi ist weg. Ist es nicht? So. Traurig ist das nur, dass das Taxi gleich nicht mehr da ist. Ich jetzt gleich schon wieder fast einen Unfall baue. Oh, ich bin schon, glaube ich, über der Zeit. Aber es ist jetzt auch egal. Ich mache das jetzt hier in dieser Folge fertig. Und wenn ich eine Stunde dran sitze... Sagt er in der Hoffnung. Da ist der Van. Ja, das müsste passen. Ich park das Scheißding jetzt mal hier. Das ist jetzt gleich eh wieder weg. Was tust du? Boah, ich wollte gerade sagen, lass bloß das Taxi und mich in Ruhe. Oder mich und das Taxi. Meine Hand ist schon sowas von nass vom Schweiß, von dem ganzen Knöpfchen drücken hier am Controller. Jupp, ist weg. Jo, ich habe jetzt schon irgendwie die Arschkarte, habe ich das Gefühl. Aber hey, ja, ja, so ein Karton, ne? Ja, ja, geil, geil. Richtig gut. Richtig gut. Mann. Was ein Scheiß. Also nach Liberty City Stories werde ich auch eine große, große GTA-Pause machen. Dann zocke ich, was weiß ich, dann zocke ich alles, aber nicht GTA. Ja. Ich kann schon bald die Uhr nachstellen, wann der anruft. Finde ich gut. Na, fahr doch mal einfach gegen den Baum. Außerdem, jetzt hole ich mir erst nochmal die Typ. Oh, das muss ich aber auch. Das müsste man aber auch erstmal schaffen. Super. Nee, aber Munition brauche ich alleine schon, falls ich den Kerl gleich wieder irgendwie umfahren kann. Nur wenn er nicht sofort ein gutes Auto herfährt, dann wird das schon. Schwierig. So. Wisst ihr, was ich jetzt auch eigentlich mal machen könnte? Ich könnte es auch einfach mal speichern fahren. So, warte, das mache ich jetzt auch. Wer weiß, wie lange ich an diesem Humbug noch dran sitze. Vor allem, ich freue mich schon richtig auf die nächsten Städte, also auf die anderen zwei Stadtteile, die man noch freischaltet, weil
Dort sind nicht halb so viele Missionen wie hier in der ersten Stadt. Und wenn diese hier schon mich so fordern, in Anführungszeichen, dann will ich nicht wissen, was noch auf mich zukommt. Aber hey, Wayne, ist mir Jacke wie Turnschuh, wie Hose, wie Hemd und Schlips. Es geht mir auf gut Deutsch an den Cojones vorbei. Super. Fahrzeug ist noch da, wir haben gespeichert. Ab jetzt brauchen wir diesen dreckigen Anruf immer nicht machen. Ey, wir haben Fortschritt gehabt. In der nächsten Folge werden wir den Salvatore-Anruf schon gehabt haben. Nee, nächste Folge wollte ich eigentlich auch, wenn, mit Salvatore oder mit der nächsten Maria-Mission weitermachen. So, eine Folge ist ja gut und schön, aber irgendwann ist auch der Lucy Civitz nicht mehr lustig. So, Maria, heul erstmal nochmal eine Runde. So, und nach diesem. Na, ich will eigentlich keinen Schnitt machen, nur das Video geht sonst wieder zu lang. Etc. pp. Gut, so könnte ich theoretisch auch. Ja, nur mit diesem Ding steuert es sich ein bisschen scheiße. Nee, warte mal. Ich glaube, ich mach's doch noch mal, ich versuch's doch noch mal mit dem Sanchez. Wenn es noch da stehen sollte, nehme ich das. Und wenn nicht, dann versuchen wir es halt noch ein weiteres Mal. Ja, ich habe keinen Bock auf Cutscenes. Super, super, Taxi. Nein. Sauber, das war's eigentlich schon in dem Sinne. Aber hey. YOLO! Wie sehr ich den Satz auch gefressen habe. Nein! Mann. Ich geb dir Tough Guy. Da fährt er jetzt da lang. Fährt er runter oder fährt er hoch? Er fährt hoch. Boah. Das lasse ich jetzt einfach so nur auf mich wirken. Das lasse ich jetzt einfach nur auf mich wirken. Wir fahren jetzt speichern, dann ist diese Folge auch erstmal beendet. Und wie ich auf dem Radar sehe, gibt es noch eine Mission bei Maria. Dann werden wir da jetzt auch erst nochmal weitermachen. Aber wir haben das hier immerhin geschafft. Irgendwann musste es ja auch mal klappen. Aber das zeigt mir wieder, das beste Fahrzeug für Verfolgungsjagden ist ein Taxi. Die haben eigentlich alles, was man braucht. Boah, sauber. Gut, an der Stelle bedanke ich mich dann fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei der Folge. Wenn ja, könnt ihr mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play GTA Liberty City Stories. Tschüss!